darf man jetzt mit Olivenöl kochen und braten? Darum geht es in diesem Video. Mein Name ist Sascha Walicek, ich bin diplomierte Ernährungstherapeutin und leite das Faustformel-Team. Wir haben uns darauf spezialisiert, den Menschen beim Abnehmen zu helfen, bei denen nichts mehr so richtig funktioniert. Unsere Strategien sind einfach, alltagstauglich und ganz wichtig, verhelfen dir zu einem entspannten Zugang zur Ernährung. Man hört ja extrem oft, mit Olivenöl darf man auf keinen Fall braten und schon gar nicht hoch erhitzen, weil es ist ganz schädlich. Und wenn dann, muss man unbedingt dieses industriell verarbeitete, raffinierte Olivenöl nehmen. Das ist das spezielle Bratolivenöl, weil alles andere ist total gefährlich. Und die Frage ist, wie viel ist daran überhaupt wahr? Es ist so, dass Olivenöl wird seit Jahrtausenden verwendet und eins garantiere ich euch, es gab bis vor kurzem überhaupt kein raffiniertes Olivenöl. Es gab nur kaltgepresstes. Ja, das ist das Einzige, was ein Olivenbauer in Griechenland oder Italien oder in Spanien selber herstellen kann. Er baut Oliven an, er presst sie aus, er hat das Öl, das ist sein Öl. Das ist kaltgepresstes Olivenöl. Und ein raffiniertes Öl ist dann chemisch rausgelöst und hat dann eben, und darum soll es eben gehen, wenn man das Olivenöl anschaut, dann ist es ja recht grün und riecht intensiv und da sind Stoffe drin, die extrem nützlich für uns sind. Und wenn man die hoch erhitzt, dann könnten daraus schädliche Stoffe entstehen, weil die eben durch die Hitze verändert und verbrannt werden. Und vor diesen Stoffen hat man Angst und deswegen sagt man, um Gottes Willen, das darf beim Olivenöl nicht passieren und deswegen, je raffinierter und purer es ist und wenn diese ganzen guten Stoffe entfernt sind, dann ist es besser zum Braten. Und das stimmt Gott sei Dank nicht. Also erstens einmal wären sonst die Griechen und Italiener vermutlich schon längst ausgestorben, wenn das so gefährlich wäre. Die verwenden nämlich Olivenöl für fast alles und natürlich auch zum Hocherhitzen und so Sachen wie Schmalz und so. Aber da gibt es gerade eine neuere Studie, die gezeigt hat, dass wenn Olivenöl hoch erhitzt wird, auch wenn der Rauchpunkt niedriger ist, der Rauchpunkt ist scheinbar nicht mehr so aussagekräftig, wie man ursprünglich geglaubt hat, sondern da sind eben so viele Antioxidantien und gute Stoffe drinnen, dass Olivenöl weniger schädliche Stoffe bildet, gerade weil die guten Stoffe drin sind, die das Olivenöl stabil halten und auch bei hoher Erhitzung weniger schädliche Stoffe entstehen, als zum Beispiel, Überraschung, bei Kokosöl und viel, viel weniger als bei Sachen wie Rapsöl zum Beispiel. Und deswegen ist auch Olivenöl kaltgepresstes aus Erstpressung total okay zum Kochen und Braten. Ich persönlich verwende es zum Schmoren. Also das heißt, wenn ich jetzt etwas ganz scharf anbraten will, ich sage, ich mache ein Steak oder ein Stück Fleisch und ich habe jetzt diese Pfanne und da kommt jetzt Fett rein und dann kommt in die Mitte so ein Stück Fleisch, dann würde ich ein Fett nehmen, das bei hoher Hitze stabil ist, weil der Rest der Pfanne ist ja nicht von Gargut, vom Fleisch bedeckt, sondern ist eben quasi ungeschützt und wird deswegen sehr heiß und dafür nehme ich dann zum Beispiel Schmalz oder solche Dinge, ja, Schweineschmalz, Rindertalg, solche Sachen. Wenn ich aber jetzt etwas, und das möchte ich euch zeigen, was ich mit Schmoren meine, etwas mache in der Pfanne, das, wo eben viel mehr Sachen in die Pfanne kommen, wenn Zwiebeln angeschwitzt werden, einmal um die Pfanne, wie immer bei uns, wenn Zwiebeln angeschwitzt werden, wenn ich irgendwie verschiedene Gemüsesachen anbrate, dann ist Olivenöl garantiert völlig unproblematisch, weil in der Sekunde, wo ich jetzt die Zwiebeln rein, jetzt warte ich noch ein bisschen, weil es noch wirklich nicht sehr warm ist, diese Pfanne, aber wenn ich das jetzt reingebe, in der Sekunde, wo das jetzt diese Zwiebel da reinkommt, da in der Zwiebel ist ja Wasser drin und dieses Wasser kühlt mir jetzt das Öl und davor hat es jetzt wahrscheinlich ungefähr 170 Grad gehabt und es holt jetzt sofort runter und das hält das Olivenöl ganz, auch das teuerste Olivenöl, problemlos aus. Es ist schon so, dass es gibt ja unterschiedliche Qualitäten von Olivenöl und es gibt einfach welche, die sind ganz speziell. Das ist ein bisschen wie bei Wein. Ja, du hast also Wein, das ist einfach der teuerste Wein, den würdest du nie zum Kochen verwenden. Und dann gibt es normalen, anständigen, gut zu trinkenden Wein, aber da ist es auch nicht so schade, wenn man den mal bei irgendwas zum Kochen verwendet. Und genauso ist es beim Olivenöl, da gibt es schon ganz besondere Sorten oder ganz besonders sorgfältig hergestellte, spezielle Öle mit einem ganz intensiven Geschmack, die verwende ich auch nur kalt. Und dann habe ich ein normales, gutes, aber immer bio und immer kalt gepresstes Olivenöl, das ich dann verwende zum Kochen und Braten. Und bei kaltgepresst muss man immer wissen, also Olivenöl, wenn es heißt nativ extra oder extra vergine oder Olivenöl aus Erstpressung, aus Kaltpressung, das sind die Worte, die wir hier suchen. Ja? Da steht immer drauf. Hier steht drauf übrigens mild,
Das ist auch ganz lustig, wenn jetzt wenn dir jetzt sagst, das Olivenöl, das schmeckt mir einfach zu intensiv, ich mag den Geschmack nicht, dann such nach milden. Mild hat einfach, da ist die Sorte nicht so extrem oder es ist stärker gefiltert und damit hat man nicht so diesen ganz starken, scharfen Geschmack. Manchmal kann es ja richtig pfeffrig sein. Und wenn du das gern magst, dann nimm eher die fruchtigen, pfeffrigen. So, wir haben jetzt hier, fängt es jetzt an zu brutzeln. Und jetzt sieht man schon, allein dadurch, dass die Zwiebel jetzt hier verteilt ist, kann das jetzt gar nicht mehr so heiß werden. Also wenn ich jetzt daneben eine Pfanne nur mit Öl hinstellen würde, würde die mir viel schneller rauchen anfangen als das. Das fängt jetzt nicht mehr rauchen an. Wenn jetzt Dampf hier aufsteigt, kommt er nicht vom Öl, sondern er kommt von den Zwiebeln, wo das Wasser drinnen verdampft. Das heißt, im Öl passiert hier gar nichts. Und ich würde jetzt, wir machen jetzt hier dann eine Bolognese draus, das heißt, es kommt dann hier noch das Faschierte dazu und dadurch ist es quasi geschmort, auch wenn es angebraten ist, aber der Vorgang, den wir dann machen, ist schmoren. Die ganze Pfanne ist irgendwie bedeckt, das Öl wird nicht super heiß und das hält Olivenöl problemlos aus. Also kannst du ohne Sorgen solche Sachen mit Olivenöl machen. Für die ganz heißen Sachen würde ich dann eher Schweineschmalz, Rindertalg oder irgendein tierisches Fett verwenden, Butterschmalz zum Beispiel. Hat dir das Video gefallen? Dann vergiss nicht, unbedingt unseren Kanal zu abonnieren. Und natürlich freuen wir uns, wenn du unser Video likest. Wir haben auch eine Facebook-Seite, wo wir zusätzlich ein bisschen anderen Content posten. Werde da auch unbedingt Fan, damit du das nicht versäumst. Und falls dich der Faustformel Club interessiert, der hat jeden Monat tolle Schwerpunkte, Videos, Speisepläne, den Foodplan, eine tolle Community. Unterhalb dieses Videos findest du einen Link, da kannst du um nur 1 Euro einen ganzen Monat in den Club hineinschnuppern und herausfinden, ob das was für dich ist.